Auf zum Wasserpalast. Diesmal werde ich es aber allerdings abkürzen. Wir schießen uns da lieber hin. Ich habe jetzt auch keine Lust, den Weg nochmal zu laufen. Ja, das Hin- und Hergelaufe bei Secret of Mana ist... Ja, das wird später noch viel ausgeprägter. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Also das ist bis jetzt noch gar nichts. Die Leute, die das Spiel kennen, werden genau wissen, was ich meine. Aber egal. Später dazu mehr. Obwohl es ja bei anderen Spielen eigentlich auch öfters so vorkommt, zumindest wenn es mit Spiele, die mit Quests verlaufen. Weil da wird man auch, geh erst dahin, besieg den, komm wieder zurück, dann geh wieder los, besieg den und komm wieder zurück. Pam. Bam. Gut. Platsch. So, Kanoni Reisebüro. Wir hätten gerne einen Flug. Zum Wasserpalast. Auf geht's. Der Typ sieht aus, dieser Kanoni, ey. Hammerhart. The Rusterman. Und... Bam. Ja, es sieht eigentlich gar nicht so weit aus, aber... Tja, ich bin halt ein Fauler. Gut, dann ab in den Wasserpalast, mal wieder. Und, dass hier irgendwas nicht stimmt, sieht man schon daran, dass es jetzt hier auch Monster gibt. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall faul. Ratzpiranha ist erledigt. Oh, ein neuer Gegner. Auch eine sehr ätzende Gattung. Ja, yeah, benebelt. Das ist der neue Effekt unserer Peitsche. Der kann nämlich diese ganzen Viecher benebeln. Was auch sehr gut ist. Rotzpiranha ist erledigt. Was für ein Name. Und hier drin sind jetzt plötzlich auch Monster. Also irgendwas ist hier ziemlich faul. Platsch. Dörte erreicht Level 13. Wunderbar. Na, netter Versuch. Au. Behaltet eure Gabel für euch. Poseidonkröte. Platsch, Doppelkill. Und eine Kiste wurde hinterlassen. Bitte keine Falle, bitte keine Falle. Und Falle. Juhu, ich bin ein kleiner Zappler. Das können wir aber schnell wieder aufheben. Was wir auch machen. Flupp. So, weiter geht's. So. Und wieder ein neuer Bösewicht. Aquaria! Rennt schnell weg! Wen haben wir denn da? Gestatten, ich bin Markus von Imperium. Gebt mir sofort den Samen oder Aquaria muss sterben. Nein, tut es nicht! Was macht ihr? Aushändigen oder wegrennen? Wir versuchen wegzurennen. Hier geblieben! Hey, was soll das? Ich wollte doch nur weglaufen. Und sie haben den Samen in ihrer Gewalt. Endlich haben wir den Samen, jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagt ihr nicht. Soll ich euch etwas Lustiges erzählen? Na, was will er denn uns erzählen? Das ist aber nicht gerade erzählen. Ihr werdet jetzt sterben. Jabberwocky, wieder ein komischer Name für ein komisches Wesen. Und egal, wir greifen natürlich gleich mal an. Und zwar wieder mal mit Rockys Magie. Ich hoffe, das war auch das Richtige jetzt, aber ich glaube, mit Wasser kommen wir da nicht weit. Auf jeden Fall gibt's von Tracy jetzt erstmal eine Runde Heilung. Oh. Tracys Zauberlevel ist gestiegen. Oh, Vergiftung am laufenden Band. Sehr nice.
So. Oh, gleich mal eine Heilung hinterher. So, und du gleich mal eine Schlammbombe. Bam. Das zeigt doch. Und da ist ein Kopf weg, aber diesen Kopf kann er natürlich jederzeit wiederbeleben, wenn er möchte. Au, oh, Säurering ist schon was echt Böses. Ist schon echt eine hammerharte Attacke. Gut. Gibt's nochmal eine Runde Heilung. Dörtes Zauber schwindet. So, Dörte ist bewusstlos. Man kloppt nicht auf Bewusstlose ein. Und da ist der auch schon wieder hin. Ah, das ging noch fix. Den Jabberwocky besiegt. Und weiter geht's. Jawohl. Und kriegen wir wieder einen Orb? Jawohl, den Bogenorb. Mal wieder. Wuck. Gut, dann auf zur Aquaria. Und fürs Erste haben wir den Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Das hier habe ich übrigens gefunden, müssen sie verloren haben. Und was bekommen wir? Einen Peitschenorb. Na, das ist doch mal was. Tamex, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach den Rechten schauen. Denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf kann dich ins Hochland befördern. Jo. Benutze das Schwert, um den Samen wieder zu versiegeln. Aoi, Ma'am. Und? Kraft des Samens erhalten. Mal wieder. Gut. Dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Samen her, um sie zu besiegen. Musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Lunar zu treffen. Er hilft dir weiter. Nein, das werden wir nicht tun. Wir werden nämlich als nächstes erstmal in den 4-Jahreszeiten-Wald gehen. Doch das alles werdet ihr erst im nächsten Part sehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Secret of Mana. Und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr wieder reinschaltet. Bis zum nächsten Mal.